kannte Peter Vollmann bereits früher. In Braunschweig aber hat er ihn diese Spielzeit, spätestens gestern, neu kennengelernt. In einer Stadt, in der sich fast alles um Fußball dreht. In einem ausverkauften Stadion, in dem 23.500 Zuschauer nichts Geringeres erwarteten als den Aufstieg. Den wollten auch die Spieler und legten dementsprechend los. Fünfte Minute, Thibaut Nagy bedient Jacob Thomas. Der Amerikaner aber schadet gleich zweimal an seinen Nerven. So wie wenige Minuten später Torjäger Daniel Teixeira an Wattenscheids Torhüter Renault. Danach erlahmte Eintrachts Anfangsoffensive und Peter Vollmann schien Böses zu ahnen. Wie so oft in dieser Saison, viele Chancen, aber der Gegner macht das Tor. Altintop mit dem Schock zum 0:1. Aufstieg AD, Fragezeichen, zumal 19 Tore man Teixeira den Platz mit Verdacht auf Meniskusschaden verlassen musste. Sein Ersatz, Kapitän und Torfabrik Dirk Wetendorf. Nicht mal der Trainer konnte ahnen, dass diese Auswechslung Knackpunkt der Partie werden sollte. Ganze zwei Minuten später. Dirk Wetendorf macht das, was ein Torjäger tun muss, das 1:1 in der 40. Minute. Glänzend auch die Vorarbeit von Costa Rodriguez, der nur 7-mal in dieser Spielzeit auflief. Zu selten, dachte vielleicht auch der Trainer. Das Handy, wichtigstes Utensil in der Pause. Essen lag zurück, aber Eintracht schien von selbst nicht aufsteigen zu wollen. Wie sonst lassen sich solche Stellungsfehler in der Abwehr erklären. In der zweiten Liga wird das bestraft. Dann der Schock. Essen plötzlich vorn, damit aufgestiegen. Die Eintracht fortan wie gelähmt. Wattenscheids Iodo hätte Braunschweig kurz vor Schluss in die Bedeutungslosigkeit schießen können. Denn bei einem Scheitern wäre nächste Saison nicht einmal die Regionalliga sicher gewesen. Ein Tor musste her, aber wie? Oder hoffte man insgeheim doch auf die Schützenhilfe aus Münster? Wir haben so ein bisschen eine Reaktion der Zuschauer mitbekommen. Auf einmal war wieder Jubel da, auf einmal war es wieder Stille so ein bisschen auch. Aber nachher kam das Zeichen kurz vor Schluss, dass die Verteidiger nach vorne gehen sollten auch. Und da war schon zu erkennen, dass wir noch ein Tor brauchen. Die allerletzte Spielminute. Das Unfassbare war eingetreten. Ausgerechnet einer der Kleinsten erzielt per Kopf den Siegtreffer, Thomas Piorunek. Erst 24 Minuten vor dem Ende eingewechselt. Wieder einmal hatte Peter Vollmann alles richtig gemacht. Ein Rheinländer führt Eintracht nach 9 Jahren zurück in die zweite Liga. Sie dort zu behaupten, eine vielleicht noch größere Aufgabe als der Aufstieg. Echt Wahnsinn.